Jo, da sind wir da bei Tales of Vesperia. Beim letzten Mal haben wir hier in den Eislingen von Zofair gegen Baitojo gekämpft. Carol hat sich da sehr viel Mühe gegeben, uns den Arsch zu retten. Und jetzt darf sich Carol nochmal ein bisschen ausruhen, während wir ja hier weitergelaufen. Ja, und wir sagen, wir nehmen uns jetzt die Körperbemalung als Ausrüstung. Also läuft hier Yuri eigentlich nur noch nackt im Bodypainting rum. Wieso auch nicht, ja? Na gut. So, jetzt haben wir leider aber keinen Heiler, das ist das Schlechte. Dafür haben wir Raven, der eigentlich so ziemlich alles, so eine Menge Sachen lernen kann. Na gut, Raven ist eigentlich nicht unser Heiler, auch Liebespfeil, ja? Ja. Na gut. Aber dann machst du jetzt aber auch keine Magie mehr, sondern greifst normal an. Wenn die Attacke eigentlich was hat. Aber na gut. Raven ist jetzt unser Heiler. Und beschießt uns mit Liebespfeilen. Oder ich heile mich einfach nach jedem Kampf. Hier mit dem Udon-Topf. 50% ist halt eigentlich doch ganz gut. So, jetzt muss ich mal schauen. Ich möchte jetzt nicht aus Versehen zum Ausgang laufen, sondern erst noch alle Truhen mitnehmen. Und jetzt überlege ich mir gerade, ich habe vergessen nachzuschauen. Krieg mal beide was Neues. Hast du denn gelernt, Rita? Oh! Violent Pain. Eine schöne Attacke. Mal kurz mal gucken. Ich habe jetzt letztens noch bei allen so ein bisschen die Fertigkeiten ein bisschen verdreht. Ich habe jetzt zum Beispiel ihr Widerstandsfähigkeit gegeben, sodass sie eigentlich, sodass sie beim Zauber nicht mehr, ja, widersteht. Wenn sie angegriffen wird, denkt sie sich, pff, mir doch egal, ich zauber weiter. So, hast du eigentlich die Attacken, die Sachen, die ich dafür brauche? Nö, um Violent Pain zu verwandeln, haben wir nicht die nötigen Sachen. Blutmantel für dich. Sieht schön aus. So, hier haben wir schon mal eine Sackgasse. Das ist gut. Dann gehen wir den nächsten Weg ab. So, was wir noch haben. Ich habe ja auch in einer der letzten Folgen gefragt, was für ein Pokémon wären wohl unsere Tales of Vesperia Charaktere? Oder, ja, was würde halt am ehesten zu ihnen passen? Und, ja. Yurik fand ich sogar, oder war wirklich ziemlich eindeutig. Und da kommt schon wieder was Neues. Denn bei Yuri war die für die meisten einfach, ja, so Lucario oder Galagladi. Das würde zu ihm anscheinend am besten passen. Ja, wieso auch nicht? Lucario, Galagladi, ja. Okay, let's go. Könnte ich mir als Yuri gut vorstellen. Ne, von hier kam ich gerade. Ne, von hier in diese Richtung will ich gerade. Für Estelle gab es so zwei verschiedene, also sowas wie Lucario und Galagladi sind an sich eigentlich ziemlich, sozusagen, die gleichen Pokémon. Die gleichen Arten, also es ist einfach nur ein Kämpfer, ein Kampf-Pokémon, genau. Bei Estelle dagegen gab es so zwei Sachen, und zwar einmal sowas wie Chaniera, Hytera und Ordoch, halt so heilende Pokémon. Und einmal ein Gardevoir, so ein elegantes Pokémon. Hat auch gut gepasst. Finde ich auch schön, so halt den Bezug, den ich so sehr. Yuri als Galagladi und ja, Estelle als Gardevoir. Eines der männliche, dann und die weibliche. Im Kern sind sie gleich, nur der eine ist der Kämpfer und der andere ist eher das, ja, das Schöne. Ja, so, Carol, haben wir einfach irgendein kleines Pokémon eigentlich quasi. Aber was ich auch sehr gut fand, war ein Karpador, was später halt zum Garados wird. Sprich vom kleinen Schwachen zum später ziemlich Starken eigentlich. Und ich finde, das hat man jetzt vor allem in der letzten Folge. Oh, das hat mir mein Gegengriff ganz gut und gibt mir noch Vitalität. Gebe ich gerne, die Rosenpeitsche. Das hat man vor allem in der letzten Folge ganz gut gesehen, wie... Ja, danke. Wie sehr sich Carol da verändert hat und so langsam wirklich zu einem starken Charakter wird. Also,
Man merkt schon, er ist jetzt auf jeden Fall schon Level 5, so hat schon mal Tackle erlernt. Er ist nicht mehr nur ein schwaches Carpador, was Platscher kann, er kann jetzt auch Tackle. Und bald wird er auch sich irgendwann zu einem schönen Garados entwickeln und dann erst recht reinhauen. Lass mal unseren Raven in Ruhe. Violent Pain ist eine schöne Attacke. Und zack. Wow. Da hat auch Rita geschossen. Gut, kommen wir weiter. Zu... Lass mich mal Level. Zu Repeat. Das war eigentlich, ja, ziemlich eindeutig, würde ich sagen. Oh, Psychedelica. Hast du direkt mal eine neue Waffe? Was haben wir denn dann da? Psychedelica. Oh! Wunderbar! Unsere Rita hat ihr Spezial gelernt. Also gleich zwei Leute lernen ihr Spezial. Ah, ich gehe von oben, sonst trigger ich da eventuell noch eine Cutscene. Das heißt, wir sehen gleich unser nächstes Spezial. Unser nächstes Mystic Art. Somit fehlt es... Jetzt müssen wir mal nachdenken, wer hält's denn noch nicht? Repeat und Estelle sind es eigentlich noch die einzigen, die es noch nicht haben. Ja, ich kann es noch gar nicht machen, sehe ich gerade. Da fehlt mir noch ein bisschen. Ja, beim nächsten oder übernächsten Kampf dann. Violent Pain. Elementar hast du gelernt. Was war das denn? Genau. Ja. Wenn ich schon frage, was war das denn? Da kann ich auch wenigstens mal nachgucken. Ja. Irgendwas mit Elementar-Attributen. So. Den Kampf lasse ich mal. Gegen die Häkchen habe ich keinen Bock. Ich gehe nur mal kurz rüber hier zum Heilen. Das ist ja ziemlich praktisch. Lalala. Oh, ich bin geheilt. So, und jetzt gehen wir den oberen Weg, um dort noch ein paar Kisten abzugreifen. So, Repeat, genau. Welches Pokémon ist Repeat? Das war eigentlich auch ziemlich eindeutig halt ein Hundeähnliches. Ja, wer hätte das wohl gedacht? Und zwar hauptsächlich wurden genannt Magnaien und Hundemon. Die würden wohl vom Aussehen her am besten zu Repeat passen. So, Rita, da wurden eine Menge Feuer-Pokémon zwar genannt, aber an sich war, ich sag mal, so die Grundvoraussetzung in Anführungsstrichen so ziemlich bei allen die gleiche. Und zwar, dass Rita aufgrund ihres Temperamentes ein Feuer-Pokémon ist. So durch Glurak oder Feurigel aufgrund ihrer etwas, ja, mangelnden Größe. So, Höllenpein natürlich. So, und? Und da haben wir es doch. Bam! Und immer natürlich schon mit dem Blablabla. Denn wenn sie im Overlimit ist, dann castet sie einfach alles instant und deswegen heißt die Beschwörungsformel zu jedem ihrer Sachen einfach nur Blablabla. Das ist auch ein sehr schönes Mystic Art. Geh mal weg. Nö, nicht, komm nicht zu mir. Als nächstes hätten wir unseren Raven. Das war eigentlich auch relativ eindeutig. Einmal ein Hummels Later King, halt wegen Faulenzer. Und ein, was ich auch interessant war, ein Botogel, weil man halt nie weiß, was da eigentlich rauskommt bei dem. Ja, und auch ganz nett, ein Dodu, weil es halt zwei Gesichter hat, also sprich Schworn und Raven. Good job, Spot. Also einige haben sich da sogar richtig gute Gedanken drüber gemacht, finde ich. Finde ich gut. Dass man wirklich so reininterpretiert, ja, zwei Gesichter, Dodo und so. Was haben wir noch? Judith. Einmal Absol wegen irgendeinem Pokédex-Eintrag. Jetzt weiß ich ja nicht genau, was da gemeint war. Vielleicht, dass, ich meine, es gibt einen Pokédex-Eintrag, dass irgendwie Absol von den Bergen kommt oder so. Und das passt ja eigentlich auch, weil Judy ja auch von den Bergen kommt, halt von Mount Temsa. Dass vielleicht das damit gemeint wurde. Und weg. Und was auch passen würde, war wohl ein Altaria.
ist wohl auch ein, oder allgemein Flug-Pokémon wurden auch oft genannt, weil, ja, dieses Kampfstil, ne? Die ist ja mehr in der Luft als am Boden. Man könnte fast meinen, sie kann wirklich fliegen. Und Schlappohr auch. Oder Schlappohr. Keine Ahnung, wie man es aussprechen soll. Ich nenne es Schlappohr. Wegen des Aussehens, weil... Ja, ich würde mal sagen, diese... Wie heißen die eigentlich? Fühler oder irgendwie sowas? Sprich, sehen halt auch aus wie große, zwei große Ohren. So wie es halt bei Schlappohr auch der Fall ist. Ja, komm wieder runter. Und was haben wir noch dann? LeBlanc und seine Truppe waren anscheinend sowas wie Team Rocket, weil die einfach immer wieder auftauchen und ja, nicht so wirklich was schaffen, ne? Wen haben wir denn noch? Flynn. Wurde auch viel Verschiedenes genannt, aber im Endeffekt waren es auch einfach so Feuer- oder Kampf-Pokémon. Mit sehr viel Ähnlichkeit zu Yuri, also auch, wurden auch Galagladi und Lucario ein paar Mal genannt. Und, was? Achso, ah, ich habe zu viel magische Augen. Und ja, die passen halt auch gut zusammen. Die haben beide einen nicht ähnlichen Kampfstil, aber... Doch, also schon nicht den gleichen, aber einen ähnlichen, so wollte ich eigentlich sagen. Die kämpfen ja beide mit dem Schwert. Dingens hat ja, Flynn hat zusätzlich ja noch ein Schild. Flynn hat eher, finde ich, einen Kampfstil wie Cress aus Tales of Phantasia. Mit halt nur noch ein bisschen mehr Magie, weil in der PS3-Version kann man ja mit Flynn spielen und der hat, glaube ich, dort auch ein paar Magieattacken, meine ich. Und, also, ich glaube, heilen kann er unter anderem. Ah, das wäre dieses große Eisfeld, wo ich hier drauf gekommen wäre. Und hier ist sonst nichts. Okay, wir können gehen. Also heilen kann er, meine ich, unter anderem, und ein paar Lichtmagie-Angriffe. Hey, does that look like an exit to anybody else? Tired already? We old folks lack stamina. Judith, be a dear and take him for a spell. Oh, I wouldn't dream of stealing your job from you. Carol, you're awake, aren't you? No, I'm not. Forcing a poor old man to work in this cold. Mr. Carol, you're made of tougher stuff than I might have guessed. Feeling better, Carol? Yeah. We were really worried about you. You didn't look that worried to me. Really? That's weird. Just never do that again, okay? We're all in this together. Okay. Mind telling me what's so funny? Hey, easy, Yuri. I was just remembering something the Dawn said. Take care of your friends and they'll be there when you need them. Was that it? Yeah. I was thinking maybe this is the kind of thing he meant. Well, if you feel like you understand what he said, I'm sure you're on the right track. I hope so. All right, the exit's right in front of us. Let's go. Everything all right? Yeah. I was just thinking that maybe all the ice here was made by the air. The ice? From the air? Well, if all things are made up of air, that would make sense. The air crene here was actually quite stabilized. Enough for a monster to control it. Maybe. If huge quantities of air could be made solid, it would help stabilize things. You mean something like that could restore the air imbalance and stop the disturbances? I'm not sure. It would probably need to be more efficient, and it would take a lot more air. So, you want to stay here and research this air crene? No, there isn't time for that. Yeah, we've already burned enough time here as it is. Estelle, please be okay. Once we're out of here, let's ask somebody about what's happening in the capital. Sure thing. Carol ist nicht länger K.O. Yay! Er ist wieder bei uns. So, und damit wir hier ein bisschen schneller durchkommen, ein paar heilige Tränke. Nee, lass mich vorbei. So, von hier aus können wir jetzt auch wieder ans Festland. Und zwar hier vorne. So, und wo kommen wir hier raus? Hier sind wir jetzt nur noch ein bisschen östlich von den Shaikos-Ruinen, glaube ich.
Mittlerweile wieder schwächere Gegner. Moment. Was bist du denn? Die Dinge habe ich noch gar nicht. Tentakler. Okay. Gut, dass ich da nochmal hingegangen bin. Wir geben doch sicher rahmschwarze Tinte, oder? I'm just getting started. Jupp, rahmschwarze Tinte, zweimal. Oh, cool. Die Monster kannte ich ja doch gar nicht. Da holt mir noch ein bisschen mehr Tinte. Weil die kann man öfters mal gebrauchen. Ich werde auch wahrscheinlich irgendwann mal so ein bisschen, ja. That's over. Vielleicht mal irgendwie mal ein paar zu zwischendurch. Das nehme ich mal direkt mal mit. So ein bisschen Items farmen, um mal ein paar Gegenstände herzustellen. Ich hab's halt auch mit den Worten. Magische Betäubung hast du gelernt, das ist gut. Das heißt, du kannst wieder die Waffe wechseln. Hast auch nur noch eine übrig. Na gut, ich habe jetzt wieder genug von denen gesammelt. Jetzt laufen wir erstmal hier an den Shaikos-Ruinen vorbei und gehen nach Halua. Wobei, ich könnte es eigentlich auch direkt überspringen. So, Aspir ist da blockiert, sehen wir direkt. Von der einen Seite jedenfalls. Ne, ich glaube, wir springen auch Hallo, ich gehe direkt noch zu Dayton Hold. Denn dort können wir noch so eine kleine Sidequest machen. Wo war dann Monster? Was? Was? Hallo? Dich wollte ich gar nicht kämpfen. Ist auf keinen Fall kein normales Monster. Manchmal läuft man besser weg, wenn es zu viel wird. Und tschüss. Ja, das ist ein Giganto. Und zwar der Herr der Prärie. Gegen den ich eigentlich noch nicht kämpfen wollte. Okay, ich kann da noch nicht rein. Der taucht hier vor Dayton Hold ab und zu mal auf. Okay, wir müssen anscheinend doch erst nach Halua. Nee, geh weg, geh weg, geh weg. Macht er natürlich dann einfach mal direkt vor mir auf. Ja, ja. So ein Glück aber nur ich. Hier sind verdammt viele Menschen. Das sind Flüchtlinge aus der Hauptstadt. Siehst du ihre noblen Kleider? Sieht so aus, als wäre die Barriere hier bis jetzt im guten Zustand. Carol, alles in Ordnung? Sieht nicht danach aus. Er hat hohes Fieber, er hat sich überanstrengt. Nur weil er ein Helden spielen musste. Manchmal frage ich mich echt. Yuri? Was? Oh, Entschuldigung, lass uns zur Gaststätte gehen, damit sich Carol ausruhen kann. Carol weg. Komm, ist er da, ist er schon wieder weg. Ja, wo wir gerade hier sind, können wir ja kurz. Na doch. Synthese. Schade. Kann ich hier irgendwas kaufen, was ich brauche? Vielleicht Waffen? Gute Waffen? Anscheinend nicht. Aber ein bisschen Schweinefleisch kann man kaufen. Tomaten. Ein bisschen Rettich. Kartoffeln. Ein bisschen Chinakohl. Ein bisschen Reis. Brot habe ich genug. Und ein bisschen Ei. Ja, das sollte erstmal wieder reichen. Gehen wir zur Gaststätte. Hallo und willkommen in der Gaststätte Denebola. Die Rechnung geht aufs Haus. Warum? Also ein wichtiger Beamter ist momentan beim Bürgermeister zu Besuch. Er hat das angeordnet. Die Regierung unterhält die Gaststätte, sodass hier alle umsonst übernachten können. Das muss wohl wegen der Flüchtlinge so sein, die in die Stadt gekommen sind. Die Umstände verleiden einem zwar die Freude daran, aber das Geschäft boomt dank der vielen Besucher in der Stadt. Klingt wie ein gutes Geschäft für das Reich. Bedeutet das, ihr habt kein freies Zimmer? Ihr habt Glück, ich habe noch genau ein freies Zimmer. Dann nehme ich dieses Zimmer, vielen Dank. Hey, Vordringen gibt's nicht.
Natürlich bezahle ich das Zehnfache des normalen Preises. Und gebe euch Reisenden den gleichen Betrag. Damit, dann ist ja alles geklärt, ja? Du mieser Scheiße. Oh, tut mir leid. Ich habe gerade nochmals nachgesehen. Noch, leider ist doch kein Zimmer mehr frei. Tut mir leid. Was? Ach, ich wusste, dass diese Stadt am Ende der Welt ist, aber sowas. Liebling, lass uns vom Hafen von Nor nach Heliod weiterreisen. Genau, ich sollte froh sein, dass wir unsere Kleidung nicht in diesem miesen Schuppen dreckig gemacht haben. Auf dem Weg zum Hafen von Nor werden Sie eine hübsche kleine Überraschung erleben. Entschuldigt die Verzögerung. Euer Zimmer ist oben geradeaus. Ich dachte, es gibt keine Zimmer. Geschäft ist Geschäft, oder? Ja, keine Sorge. Ich kann solche Leute nicht ausstehen. Und habt ihr nicht Hallos Baum gerettet? Das Mindeste, was ich für euch tun kann. Guten Aufenthalt. All diese Flüchtlinge. Die Hauptstadt muss schlimm aussehen. Was meint ihr, was dieser Bastard Alexei als nächstes anrichten? Wer interessiert Alexei? Estelle, ich will Estelle retten. Schön, aber dazu müssen wir uns um Alexei kümmern. Und deshalb muss ein besserer Plan einfallen. Wir dürfen uns nicht nochmals zum Hafen von Nord zurückschleudern lassen. Bevor Scarry nicht besser geht, können wir nirgends hin. Also können wir uns in der Stadt ein wenig umhören, oder? Gute Idee. Jemand könnte genau die Informationen haben, die wir benötigen. Sagt die Wirtin nicht, dass ein Gesandter der Hauptstadt gerade beim Bürgermeister zu Besuch sei? Los, lass uns dort vorbeischauen. Alter Mann? Einer muss doch nach dem Jungen schauen, oder? Das nehme ich. Übernehme ich. Haut schon ab. Okay. Gut so, alter Mann. Kümmere dich um unser armes, krankes, kleines Kind. Können wir direkt die nächste Frage stellen für die nächste Folge? Welche Anime-Charakter wären die Charaktere aus Tales of Vesperia? Oh, I'm so glad you are all safe. Huh. You did this right. Had the inn open its rooms free of charge? And just who are you? Watch your tongue. Do you know to whom you are? There are many who have escaped with only the shirts on their backs. I felt this was one service their country could provide for them. Hmm. Actually, I'm more interested in what you can tell me about the capital. The capital? Zophius is no longer a city fit for any person. The city's barrier Blastia began giving off a great light, and the town was racked by earthquakes and lightning. However, the real terror came after that. A glowing fog appeared from the barrier Blastia and quickly spread throughout the city. The plants it touched grew hideously large, and the water became poison. The air is out of control. Oh, that such dire events could befall Zophius, jewel of our glorious empire. If the air has covered the entire city, what is he doing to her? This is that turncoat Alexei's doing. I'm sure of it. He came to us demanding our obedience. When we refused, he swore he would reduce us to dust. That beast even had the gall to turn the royal guard on us after we made our escape. Then how did you come all this way unharmed? Flynn held them off for us. It is thanks to him that we refugees arrived here safely. If he hadn't come to our aid just then, we all would have died. Oh, I'd love to hear more about how great Flynn is, but I haven't seen anyone from the lower quarter here. What happened to them? I'm sorry. I haven't seen anyone either. They must have been left behind, with all that air flooding out. It was all we could do to save ourselves. With all that was happening, we were unable to take everyone with us. We did all we could. You must understand. Oh, yeah? Hey. I'll be at the inn. Ja, da sieht man es wieder. Die Reichen, die hauen alle ab, aber die Armen, die lassen sie einfach zurück. Na gut, das heißt, wir müssen sie wieder selbst retten. Ich glaube, das Zimmer war das, ne? Jo. His Highness is. It sounds like the entire capital's been covered in air, and the one in the middle of it all is most likely. That's insane. If he's using Estelle to cause all of that, then. She can't handle that. Who knows how much of a toll it takes on her each time she's forced to use her power. She was already having problems controlling it. Now there's no telling what will happen to her. What if we get there too late and... Even if we take out Alexei, she...
Do you think maybe there's a way to get her power under control? There is. There has to be. We just haven't found it yet. Hey, what about the Knights? Flynn's doing what he can, but it's not enough. They don't have Deinomos. I'll try asking Pharaoh. It would be good to know how much time we have left. Yuri! Hey, did we wake you up? How are you feeling? Looks like I slowed you guys down again. You're going to the capital, right? Don't worry about that now. We're still figuring out what to do. You just get better. Yeah, I just don't want to be left behind, okay? Our whole guild is gonna rescue Estelle. I know. Why don't you try and get some more sleep, huh? Okay. I can't seem to reach him. The air may be causing interference. No big deal. Either way, it's just a matter of making Alexei sorry he ever started this, right? And nothing more? I'm gonna go get some fresh air. Keep an eye on Carol for me. A job nobody wants to do. Schauen wir uns mal hier ein bisschen um, ob wir hier noch jemanden finden, der mit uns reden möchte. Are you going out alone? I don't think that's any of your Highness's concern. I want to know how things are in the lower quarter, so I'm just gonna go take a look. The Council has decided to bring formal charges of criminal conspiracy against Alexei. The Knights are currently forming a strategy for re-entering the capital from Dayton Hold. With all that air in the city? I doubt they'll get very far. Estelise is with Alexei, isn't she? How did... So you caught on, huh? I wondered why you didn't bring her up earlier. What do you intend to do about her? What do you mean? All those who carry the Imperial blood possess a certain power. In most of us, it is too faint to be of use. But I have heard that hers is extraordinary. I'm sure it was for this reason that the Council threw their support behind her. Why are you bringing this up now? Isn't this current disaster being caused by her power? So what if it is? The Knights may have to... You're aware that defeating Alexei may not be enough. That's not going to happen. Because you'll do it yourself? Flynn told me about you. That you always try to carry far too much on your own shoulders. You can tell him that we'll be just fine without the help. But why? I thought I told you this isn't your concern. That sword. Perhaps you are just the person it was waiting for. Keep talking, and I'll try it out on you. Forgive me. Und natürlich hauen wir einfach ohne alle anderen ab. Wie es ja Yuri gewohnt ist, immer alles auf seine eigenen Schulter nehmen. Auf nach Deadenhold. Da ist wieder das Riesenvieh. Jetzt sehen wir es auch mal richtig. Okay, auf. Nicht nach Deadenhold. Man, could you be any weaker? That's over. Ghostwolf tötet die Viecher recht schnell. Nee, geh weg. Dann gehen wir halt zum Wald. Weil Deadenhold wahrscheinlich wieder nach außen hin abgeschlossen ist, weil wieder zu viele Monster da sind. Also ab in die Wälder von Quoi. Nein, keine Monster. Oh. Hab ich die ganzen letzte Mal immer übersehen? Okay. Dann habe ich sie zum Glück jetzt geholt. Na, ja. Ich wollte nicht kämpfen. Einfach durch. Bis zur nächsten Cutscene und noch viel weiter. Hey, that's...
that Neofruit. That was quite a face she made. Well, come to think of it, it's been a long time since we've been on our own, huh, pal? I haven't been feeling like myself, even when I'm fighting. It's like I'm tired all of a sudden. You mind keeping an eye out for a while, Repeat? Und da pennt er einfach mal ein. Yuri, you... Huh? Idiot! Huh? What the... What? Carol? You brain dead piece of crap! Hey, hold on a sec! You trying to be some stupid lone wolf or something? Lone wolf? Wait, I... Save the excuses for later. Huh? For now, you can drop dead. Whoa! Hey there, Sunshine. Still living? Maybe. Well, it looks like you're awake now. How nice. Jeez, Repeat. What happened to keeping a lookout? He led us right to you, like a good boy. He's pretty clever, you know. Yeah, he told us if we came this way, we'd see the biggest fool in the world. Do you guys know what's going on? Do you really understand what has to happen after this? You're the one who doesn't understand! Carol. You can't? This is one thing you can't just do on your own, Yuri! What were you trying to prove? How far did you think you'd get without us? What it boils down to is, it's no fair keeping all the fun and glory to yourself. Would it hurt for you to believe in us a little bit more? Yeah! I mean, we're your friends! You got me, guys. All right, then. We're all in this together. Until the end. Right! Duh! Roar! So let's go do this thing. Once we leave the woods, the capital is just right there. Ja, Repeat, unser intelligenter Begleiter. Und wir laufen jetzt noch bis nach Dadenhold, damit ich dort... Offscreen kurz mal nochmal gucken kann, ob ich irgendwelche Waffen noch herstellen kann. Ich laufe natürlich erstmal den falschen Weg. Um anschließend hier den richtigen zu laufen. So. Zurück zur Feldkarte. Da hinten sehen wir schon, irgendwas ist da bei Zafias los. Voll kaputt das Ganze. So, und ich glaube, ich muss hier vorne runter. Oder auch nicht. Ja, Karte, heb dich mal so ein bisschen hoch. Ah, da vorne muss ich runter. So, hier sind auch plötzlich ganz andere Monster überall. Aber die schauen wir uns am nächsten Mal an. So. Händler ist da. Okay. Beim nächsten Mal werden wir dann erstmal... Ja, uns in Dadenhold noch mal ein bisschen umschauen und dann nach Zafias gehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.